Seit 5 Jahren veranstaltet die FH Kärnten für HTLs in ganz Österreich einen groß angelegten Wettbewerb. Für 2016 war das Thema Radrast. Gemeinsam mit dem Land Kärnten und zahlreichen Sponsoren wird nach der besten Idee für einen Radrastplatz gesucht. In späterer Folge werden die Siegerprojekte wieder in Kärnten realisiert werden. Heuer haben 179 Teams sich angemeldet. Im Endeffekt haben dann 134 abgegeben, also 134 Projekte wurden eingereicht. Und es sind 10 verschiedene HTLs aus Österreich und diesmal war auch eine aus Italien dabei, aus Udine. Die Schule in Malignani hat teilgenommen und die haben wir auch als Gäste eingeladen und die waren dabei. Die Schüler und Schülerinnen im Alter von 17 bis 20 Jahren mussten strenge Auflagen und Anforderungen beachten und wurden von einer Fachjury bewertet. Die Anforderung war, dass man sollte primär eigentlich eine Raststation für Fahrradfahrer und mit Reparaturmöglichkeit Abstellplatz nur erstellen. Und uns persönlich war dann wichtig, dass wir ein bisschen so die Dynamik vom Radweg verkörpern und dass man halt da, das haben wir mit verschiedenen Abständen von den Scheiben erstellt und genauso von der Grundform von unserem Objekt. Diesmal war es auch der Schwerpunkt des Landes Kärnten. Also sie haben sehr viele Punkte vorgegeben, die erfüllt werden sollten. Es sind natürlich bei allen Projekten nicht alle erfüllt worden. Man wollte einige Dinge erfüllt haben, wie den Schutz vor Witterung oder eben den Platz für das Reparaturwerkzeug und Platz, um das Rad abzustellen. Also es waren wirklich sehr viele Punkte oder Kriterien vorgegeben. Und die Jury hat sich sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Das waren eben einerseits Fachleute in der Jury und andererseits eben Tourismus, also Leute vom Land oder der Baco Brolich, ein ehemaliger Radrennsportler, der eben von der Seite das betrachtet hat. Und auch ein Bauingenieur, also Gerd Eilbracht und Architekt Veit Bedit, Peter Nixt und eben auch Hartwig Wetschko, der überhaupt bei sehr vielen Architekturwettbewerben immer dabei ist. Die Lehrer und Schüler der HTLs steckten in den vergangenen Monaten viel Ehrgeiz und Fleiß in die Ausführungen. Wir haben ungefähr 3-4 Monate dran gearbeitet, intensiv. Und ja, es war eine ganz spannende Zeit, einfach die Entwicklungen. Und wir haben schon Erkenntnisse dadurch gewonnen, dass wir an einem Wettbewerb teilnehmen müssen, das wirklich umsetzbar sein muss und dass eben der Entwurf auch praktisch und so sein soll, aber trotzdem so was, naja, Kreatives hat und was Freies und dass man das immer umsetzen kann. Ich glaube, es hat eine ganz tolle Eigendynamik entwickelt. Letztendlich sind die Schüler da sehr motiviert, in der Bearbeitung von solchen Projekten da weiterzuarbeiten und gute Ergebnisse zu erzielen. Und hier im Finale jetzt auch andere Projekte zu sehen und sich selbst irgendwo in einen Vergleich stellen zu können. Das ist ja sonst immer nur im Klassenverband möglich und da sieht man mal sozusagen über den Tellerrand hinaus. Man kann sich ja selbst einschätzen, wo die eigene Leistung liegt. Das Niveau der Schulen war auch in diesem Jahr sehr hoch und für die FH Kärnten in den Studiengängen Architektur und Bauingenieurwesen ein wichtiger Maßstab für zukünftige Studenten. Wir wollen Kontakte zu jungen Menschen, die möglicherweise studieren wollen, die einen weiteren Ausbildungsweg suchen. Und natürlich sind die HTLs mit ihrer technischen und soliden Grundausbildung eine sehr, sehr gute Basis, auf der aufgesetzt werden kann, weiter studiert werden kann. Neben den vielen Geld- und Sachpreisen für die 3 Gewinnerteams steht die Realisierung ihrer Projekte an. Es gibt ja sehr großes Interesse von unterschiedlichen Gemeinden auch, also von der Gemeinde Keutschach zum Beispiel. Und es waren auch gestern einige Vertreter der Gemeinde St. Pauli im Lavantal bei uns, die einige Radraststellen bauen möchten. Also wir werden sehen, aber es kann sein, dass doch einige umgesetzt werden.